Im Bann des Dracula. Die meisten von ihnen wurden schon im zarten Kindesalter mental gebissen. Sie nennen sich Cécile de Contengu, Graf von Statten oder Catherine de Brabant. Die dunkle Erotik der Mythos zieht sie an. Die meisten haben eine eigene fiktive Biografie. Meine Biografie ist etwas bizarr. Ich gebe mich als die Enkelin von Professor van Helsing aus. Bin also ursprünglich Vampirjägerin gewesen und habe mich dann aus Liebe von einem Vampir beißen lassen. Wissenschaftlich betrachtet steht der Vampir für unterschiedliche Ängste. Analysen vorgetragen am Nachmittag auf dem Transsylvanischen Kongress. Theologisches Wesen oder Gott gewollt, das waren die Fragen, die man sich vor 300 Jahren über den Vampir stellte. Heute wird vor allem geforscht, warum es ihn gab. Der Vampir ist immer noch eine der gelungensten Projektionsfiguren unserer Angst vor Sexualität und Tod. Und das war er damals auch schon. Nur wurde er damals halt realer gesehen. Aber als theologisches Wesen ist er weiterhin genauso präsent wie vor 200, 300 Jahren. In der Literatur entwickelte sich der Vampir vom Gejagten zur eigenständigen Persönlichkeit. Der Vampir als Spiegelbild der Gesellschaft. Wir haben heute schwule Vampire. Das ist ein gewisser Unterschied, aber natürlich hat auch was zu tun mit Ängsten, mit Wünschen, mit verbotenen Früchten. Dies ist kein Menschenblut. Ein Likörhersteller macht Werbung für sein Getränk. Vampir zu sein als Ausdruck von Lebensgefühl. Ein Wort wurde auf dem Ball der Vampire und auf dem Kongress jedoch gemieden. Die passende Frage dazu blieb ebenfalls offen. Die Frage: Hilft Knoblauch wirklich gegen Vampire?